Die stinkt hier, man. Ik loop uiteindelijk voort zitten. Ich habe vergessen, für einen Tag das ist, weil es so fest stinkt hin. Aber es ist, glaube ich, Dienstag. Ostern sind durch. Ihr müsst jetzt 10 Kilo Schoki verbrennen. Und darum fangen wir an mit Kraft, weil man dort so viel Kalorien verbrennt. Fabo wird mich das bestätigen, weil er ist Ernährungsberater. Wenn ihr Tipps braucht, at Mr. Krabs. Whatever. Wir fangen an mit 3 Sets. Erster Teil 8 bis 10 Windmills mit euren Dumbbell. Schaut euch das Dumbbell an. Arm schön gestreckt halten. Breiter als aufbereit herstehen. Müsst die Beine ganz gestreckt halten. Probieren mit dem Arm, der nichts in den Hang hat, probieren, Boden berühren, hochkommen. Wenn ihr 8 bis 10 mit der einen Hang habt, Hang wechseln. Ja, schön den Arm gestreckt. Wenn ihr Dumbbell anschaut, kann es gut sein, dass euch der Dumbbell plötzlich auf den Kopf geht, weil es ein asozialer Dumbbell ist. Wenn ihr 8 bis 10 hat, tut ihr wieder Hang wechseln. Und dann macht ihr auch hier 8 bis 10 Muscle Snatches aus dem Hang. Zwischen den Beinen bambeln. Aber dann nicht schwingen, sondern aggressiv aufziehen. Beine sind oben gestreckt, darum ist es ein Muscle Snatch und kein Power Snatch. Mach mal Power Snatch. Wenn wir nicht sind. Schön aufziehen, Beine gestreckt. Auch hier 8 bis 10, dann Hang wechseln. 8 bis 10 mit dem anderen Hang. Logischerweise mit beiden Hängen gleich viele Reps machen. Nicht, dass die eine Hang oder der Arm noch schwächer bzw. stärker wird. Und dann die dritte Übung. Wieder Hang wechseln. Breit herstehen. Für Kosaken Squats. Wenn ihr die Dumbbell hier habt, tut ihr 8 bis 10 Mal auf diesen Fuß runtersquatten. Eine zwei Lücken, Beine gestreckt halten. Dann zuerst nochmal auf die Seite. Wenn ihr 8 bis 10 habt, Seite wechseln. Und dann auf die andere Seite. Dann auch schon gestrecktes Bein. Zehen hier von Lüpfen. Fers mit dem Boden. Hier, der ganze Fuß ist am Boden. Mashallah, bitte diese. Mashallah, mach nochmal! Wenn ihr das habt, habt ihr ein Set durch. Dann macht ihr so ein Pause, so ein 1-2 Minuten tätig. Und dann macht ihr es noch zweimal durch, das heisst, er hat es dann ganze 3-mal durch gemacht. Und dann ist er ready für die Medcon. Focus on quality. Quality! Always. 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 Rest as needed. Krankes Workout heute. Ihr müsst heute euer Köpfchen brauchen, ein bisschen mehr als sonst. Weil ihr müsst eine Reihe von 1 bis 10 dann können merken, und zwar über 4 Übungen, darum wird es krank. Ihr fängt an mit einem Rap. Overhead Lunges, zuerst mit einem Arm, machen eine Wiederholung. Dann müsst ihr Hang wechseln. Wenn ihr Hang wechselt, ist mir persönlich egal. Dann macht ihr wieder einen Rap. Dann kann ihr den Dumbbell auf den Boden legen. Dann macht ihr einen Sit-Up. Dann macht ihr eine Burpee over the Dumbbell, aber Dumbbell facing. Das war quasi die erste Runde. Dann macht ihr 2 Overhead Lunges mit dem einen Arm. Dann 2 Overhead Lunges mit dem anderen Arm. Dann macht ihr 2 Sit-Ups. Dann macht ihr 2 Burpees over Dumbbell. Dumbbell Facing. Richtig unnötig langer Name. Ich hoffe, ihr habt das System gecheckt. Dann kommt 3, dann kommt 4, dann kommt 5, 6, 7, 8, 9 und bei 10 ist es fertig. Wenn ihr das alles ausrechnet, gibt es viel zu viele Reps, aber ihr wollt ja schliesslich ein bisschen arbeiten und sterben. Darum, viel Spass.